Die neuen PC-Welt-Systeme sind da und wir kooperieren dieses Mal mit Ultraforce. Stellvertretend für euch habe ich heute den UF PC-Welt Gamer für 779 Euro dabei. Zusammen mit Ultraforce haben wir uns insgesamt 8 Komplettsysteme überlegt. Von 699 Euro bis 2199 Euro. Somit ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Und natürlich stand stets die Preis-Leistung im Vordergrund. Jeder einzelne PC erhält 5 Jahre Garantie inklusive Pickup and Return Service. Auch der Expressversand zu euch nach Hause ist bereits inklusive. Wenn ihr euch alle 8 Systeme mal genauer anschauen möchtet, dann klickt auf www.pcwelt.de/ufpc. Jetzt geht es los mit dem UF PC-Welt Gamer für 779 Euro. Ich stelle euch vor, was drin steckt und wie viel Leistung er in der Praxis zeigt. Und natürlich werfen wir auch einen Blick auf den Stromverbrauch. Der UF PC-Welt Gamer ist mit einem AMD FX 6300 Prozessor ausgestattet, bei dem es sich um einen 6-Kern-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 4,2 GHz im Turbo. Bis zu, weil der Rechner nämlich von Ultraforce bereits ab Werk übertaktet ist. Die maximale Turbotaktrate liegt eigentlich standardmäßig bei 3,5 GHz. Taktkräftig zur Seite stehen 8 GB DDR3 Arbeitsspeicher mit einem Takt von 1600 MHz. Die Arbeitsspeicherriegel stammen aus der Crucial Ballistic Sport Reihe. Für die Wärmeabfuhr sorgt der CPU-Kühler Sigmatec Loki 2 mit einem 92 mm Lüfter. Für die Grafikpower sorgt die MSI Radeon R9 380 OC mit bis zu 980 MHz, einem 2 GB großen Grafikspeicher, 256-Bit breites Speicherinterface und damit haben wir auch genug Power für Spiele in Full HD. Die gesamte Hardware findet Platz auf dem Gigabyte Mainboard GA970A DS3P. An Speicherplatz steht euch einmal eine 120 GB große SSD von Silicon Power zur Verfügung sowie eine 1 TB große HDD von Seagate. Als Netzteil kommt das Cooler Master B500 mit einer Bruttokapazität von 500 Watt zum Einsatz sowie einer Effizienz von 85%. Kommen wir zu den Anschlüssen, die der UF PC-Welt Gamer bietet. An der Front zweimal USB 3.0. Da seht ihr auch den 24-fach DVD-Brenner und natürlich auch die obligatorischen Audioanschlüsse. In der Front befindet sich auch ein blau beleuchteter 120 mm großer Lüfter. An der Rückseite seht ihr die weiteren Anschlüsse USB 2.0, 3.0 und natürlich auch Mehrkanal-Audio sowie der LAN-Anschluss. Genug von der Hardware, schauen wir uns doch jetzt endlich mal die Leistung an. Wie gewohnt starten wir zuerst Firestrike aus dem 3D-Mark-Benchmark. Da kriegen wir am Ende eine Punktzahl raus und dann könnte man sehr gut vergleichen, wie das System so abschneidet. Auf geht's zum 3D-Mark und dort starten wir den Firestrike. Das ist der Hochleistungstest für Gaming-PCs und da gucken wir mal, wie unser UF PC-Welt Gamer denn dort abschneidet. Wir lassen ihn jetzt durchlaufen und am Ende zeige ich euch die Punktzahl und dann können wir sie auch mal ein bisschen bewerten, wie denn das Ergebnis so ausgefallen ist. Schon sind wir auch durch mit dem Firestrike und erhalten ein Ergebnis von 6171 Punkten. Das ist eigentlich relativ gut, aber wir gucken uns das online auch nochmal an, wie wir denn so im weltweiten Vergleich mit diesem Komplettsystem dastehen. Jetzt kann man dann mal sehen, wir haben 48% besser abgeschnitten als alle Systeme, die bisher auf der Welt getestet wurden. Ein recht guter Wert für einen PC, der eigentlich nur 779 Euro kostet. Aber wahre Praxisleistungen, wie ihr wisst, können wir nur beurteilen, wenn wir ins Spiel gehen. Deshalb starte ich jetzt Witcher 3 Wild Hunt. Wir befinden uns bereits im Spiel und ich zeige euch wie gewohnt die Grafikeinstellungen, die wir hier benutzen. Wie gesagt, wir wollen ja mit dem UF PC-Welt Gamer auf Full HD in maximalen Details spielen. Hier die Einstellungen, ups, bin rausgegangen, hier nochmal alles auf Maximum, wie ihr sehen könnt. Und hier unter Grafik, Full HD 1920x1080. Wir stellen hier noch auf Fullscreen, aber ansonsten, natürlich haben wir Nvidia Herworks abgeschaltet. Klar, es steckt ja eine AMD-Grafikkarte drin. Aber ansonsten ist der Rest eigentlich so ziemlich alles auf Ultra, bis auf die Schattenqualität, die ist auf Hoch immer noch. Aber ansonsten, wie gesagt, haben wir eigentlich sehr, sehr hübsche Einstellungen. Und wenn wir jetzt zurück ins Spiel gehen, dann sehen wir auch, dass es alles auch sehr, sehr hübsch ausschaut. Hier
mitten am Tag in Novigrad und reiten mal durch. Links oben seht ihr die Bilder pro Sekunde, die aktuell dargestellt werden. Und wir sind hier locker über 40 Bilder pro Sekunde. Und wenn wir hier durch die Menschenmasse reiten, ja, dann bleibt es eigentlich vergleichsweise konstant. Ja, wir hatten mal 36 Bilder pro Sekunde, aber wir liegen hier immer locker über 40 Bilder pro Sekunde. Wir gucken nebenbei auch noch auf den Stromverbrauch und der pendelt zwischen 320 Watt und zwischen 330 Watt. Also wir haben hier auch einen relativ moderaten Stromverbrauch. Es ist jetzt natürlich nicht der effizienteste, aber dafür stimmt es mit der Leistung. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wie der UF PCWelt Gamer in der Praxis abschneidet. 779 kostet das Komplettsystem. Expressversand und 5 Jahre Garantie sind da bereits inklusive. Im Online-Konfigurator von Ultraforce könnt ihr die Systeme auch noch nach euren Wünschen anpassen. Wenn ihr mehr Grafikspeicher haben wollt, beziehungsweise eine bessere Grafikkarte, mehr Arbeitsspeicher und so weiter und so fort, das könnt ihr alles im Ultraforce Online-Konfigurator machen. Auch Monitore oder auch Peripherie könnt ihr dort gleich mitbestellen. Übrigens erhalten die Käufer der PCWelt-Systeme auch noch zusätzlich 10 Euro Rabatt auf ausgesuchte PCWelt-Software. Darunter fällt beispielsweise Backup Pro oder auch der PCWelt Datensafe oder der VPN-Service. Mehr Infos dazu erhaltet ihr im Artikel. Wenn ihr weitere Fragen zum PC habt, dann schreibt's runter in die Kommentare. Wir würden uns drüber freuen, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.